Bereits zum siebten Mal gibt der Bär-Aufsichtsrat einen Eröffnungstermin bekannt. Und dieses Mal soll es dann auch wirklich etwas werden, verspricht der Aufsichtsrat. Punkt 30. Oktober 2011, 3. Juni 2012, 17. März 2013, 27. Oktober 2013, zweites Halbjahr 2017, 2018. Sechsmal wurde bereits ein vermeintlicher Eröffnungstermin des Berliner Bannen Airport Bär genannt. Am Freitag am 15. Dezember 2017 der siebte Versuch. Laut Aufsichtsrat soll der Bär im Oktober 2020 eröffnen. Die Kontrolleure haben den Vorschlag von Flughafenchef Engelbert Lütgedaldrup einstimmig und zustimmend zur Kenntnis genommen, sagte Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider am Freitag nach einer Sitzung des Gremiums in Tegel. Wir haben ausreichend Sicherheitspuffer eingebaut. Es ist ein unternehmerischer Termin, kein politischer. Der Termin ist belastbar und verlässlich, sagte Lütgedaldrup. Eigentlich sollte der Flughafen nach 5 Jahren Bauzeit 2011 in Betrieb gehen. Chronik siehe unten. Sämtliche Eröffnungstermine sind seitdem jedoch geplatzt, weil Planungsfehler, Baumängel und Technikprobleme abzuarbeiten sind. Eine neue Finanzplanung soll es aber erst im Frühjahr 2018 geben. Die Kosten für das Flughafenprojekt sind seit Baubeginn 2006 von 2 Milliarden auf 6,5 Milliarden Euro gestiegen, zum Teil auch wegen der deutlichen Vergrößerung des Airports. Die Chronik der Eröffnungstermine: Januar 1992 Beginn der Planungen für den Flughafen. September 2006 erster Spatenstich. Der 30. Oktober 2011 wird als Eröffnungstermin festgelegt. Juni 2010 unter anderem wegen der Pleite einer Planungsfirma wird die Eröffnung auf den 3. Juni 2012 verschoben. Mai 2012 4 Wochen vor dem Termin wird wegen Problemen mit der Brandschutzanlage die Eröffnung abgesagt. Wenige Tage später wird der 17. März 2013 als neues Datum für die Inbetriebnahme genannt. September 2012 eine Analyse des Technikchefs Horst Amann ergibt zahlreiche Mängel über den Brandschutz hinaus. Der Aufsichtsrat verschiebt die Eröffnung auf den 27. Oktober 2013. Januar 2013. Auch der Termin 27. Oktober platzt. Amann führt inzwischen eine Liste mit zehntausenden Baumängeln. Die Eröffnung wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Dezember 2014 auf Vorschlag von Flughafenchef Hartmut Medon beschließt der Aufsichtsrat einen Zeitplan mit Ziel einer Eröffnung im zweiten Halbjahr 2017. Baulich soll das Milliardenprojekt im März 2016 fertig sein. August 2015 der neue Flughafenchef Carsten Mühlenfeld räumt ein, die Baufertigstellung werden nicht bis März 2016 gelingen. Grund sei die Insolvenz des Gebäudetechnikausrüsters Imtech Deutschland. März 2016 der Flughafen muss umfangreiche Genehmigungsunterlagen an mehreren Stellen nachbessern, möglicherweise auch noch mehr umbauen. Das ergibt sich aus Nachforderungen des Bauordnungsamts. Januar 2017 Mühlenfeld verschiebt die Eröffnung ins Jahr 2018. Auf der Baustelle gab es immer wieder neue Probleme, darunter Türen, die sich nicht steuern lassen, und Sprinkler, aus denen es nur tröpfelt. August 2017 der nächste Flughafenchef Engelbert Lütgedaldrup will die Bauarbeiten bis zum 31. August 2018 abschließen, eine Eröffnung vor 2019 ist damit ausgeschlossen. Tests, behördliche Abnahmen und Probebetrieb benötigen voraussichtlich etwa ein Jahr. Dezember 2017 der Aufsichtsrat nennt den siebten Eröffnungstermin,